Mohamed Amin Aoudia. Seit 4 Wochen steht der Transfer des 26-Jährigen nach Dresden bereits fest. Doch erst am Montag konnte der Algerier zur Mannschaft stoßen. Denn sein Vertrag beim amtierenden algerischen Meister ES Setif endete erst am 3. August. Da blieb dem Stürmer viel Zeit, sich vorab über Dresden und Dynamo zu informieren. J'ai pas une idée précise, mais chose est sûre, je sais que Dresde c'est un très grand club. J'ai un petit peu cherché d'après son ancien. Ich habe schon viel über Dresden gehört. Dynamo ist ein großer Traditionsverein mit einem sehr enthusiastischen Publikum. Bon, puis on laissera, je vais faire connaissance avec tout ce beau monde là et j'espère que. Ich will so schnell wie möglich in diesem Stadion spielen und meine Leistung dazu beitragen, dass der Verein erfolgreich spielt. Zur ersten Trainingseinheit mit seinen neuen Mannschaftskollegen am Montagmorgen musste Aoudia zunächst bei Fitnesstrainer Christian Canestrini antreten. Der Algerier absolvierte vor gut 2 Monaten sein letztes Punktspiel und hat, was die körperlichen Voraussetzungen angeht, noch Nachholbedarf. Die Meisterschaft in Algerien endete Anfang Juni. Seitdem habe ich individuell trainiert und versucht, mich fit zu halten. Natürlich reicht meine Kondition im Moment noch nicht für den Liga-Alltag. Deshalb trainiere ich ab heute intensiv mit Christian Canestrini, um baldmöglichst meine Defizite aufzuholen und zur Mannschaft stoßen zu können. Probleme mit der Verständigung wird Aoudia in der Mannschaftskabine nicht bekommen. Obwohl er nur Französisch spricht, liegt er mit seiner Muttersprache bei Dynamo voll im Trend. Romain Précherie hilft ihm schon mal bei der Übersetzung der Fragen und wird dies auch zukünftig tun. Das macht es natürlich viel einfacher, wenn ich mich in meiner Muttersprache verständigen kann. Mit Idi Ouali spielt ja auch noch ein Algerier in der Mannschaft. Das ist alles gut für den Einstieg. Dennoch will ich die europäische und vor allem die deutsche Kultur so schnell wie möglich kennenlernen und mich in die Mannschaft integrieren. Während Amin, wie er von seinen Eltern und Freunden gerufen wird, abseits der Mannschaft an seiner Fitness arbeitete, absolvierten die Packholz-Schützlinge am Montagmorgen einige Lauf- und Sprintübungen. Denn nach den 3 Spielen in der vergangenen Woche wartet mit Union Berlin schon am Freitagabend ein schwerer Gegner in der 2. Bundesliga auf Dynamo. Der Schritt in die 2. Bundesliga ist für mich eine enorme Herausforderung und ein großes Abenteuer. Aber ich freue mich sehr darüber und habe ein gutes Gefühl, dass ich mich hier schnell zurechtfinden werde. Der 1,90 Meter große Nationalspieler, der in den vergangenen 2 Jahren bei Setif in Algerien zu den absoluten Leistungsträgern gehörte und mit 28 Toren in 47 Spielen einen erheblichen Anteil an den beiden Meisterschaften hatte, will auch in Dresden mit Leistung auf sich aufmerksam machen. Ich will zuerst einmal hart an mir arbeiten und in Form kommen, damit ich dann gute Leistungen bringen und natürlich viele Tore für Dynamo schießen kann.